Gucken wir doch kurz, was die Prank Bros machen, oder? Gut. Hier sind wir gerade ausgestiegen. Und hier ist der erste Pfeil. Hier steht das Dunkle. Oh nein. Das war unser Game Master. Europa, oder? Der Game, willst du mir jetzt erzählen, der Game Master ist ein 70-jähriger Europa? Leute. Fahrt mit dem Boot. Und sucht den Schatz. Hier im See irgendwo ein Schatz? Leute. Ich würde sagen, du fährst das Boot. Leute, Kelvin hat sich bereit erklärt, das Boot zu fahren. Ich hab gar nichts gesagt. Doch. Kelvin hat eben mir ins Ohr geflüstert, ey, er will unbedingt dieses Boot fahren. Ey, chill, das darf nicht. Bah, was ist das hier für, für eine Grütze? Das sieht nicht gesund aus, oder? Oh mein Gott. Das ist nur hier vorne. Leute, sieht das gesund aus? Ich halte das nicht aus. Ja, aber okay, wir müssen den Schatz finden. Wir können doch nicht immer noch Game Master-Videos machen. Das ist 2021. Na ja, guck mal, ob das überhaupt. Ich das hier ein Loch ist mir erstmal, ob das alleine geht. Erstmal die Sicherheit abchecken. Gib die Paddles. Ja, die werde ich mal brauchen, ne? Muss mir da geben. Mach erstmal. Warum kommen jetzt hier so Raben oder so? Gib die Paddels. Ja, Mann. Leute, ich will hier auf keinen Fall untergehen, ich kann das nicht. Ich kann nicht schwimmen. Mein Gott, mein Gehirn. Warum setzt er sich bei Land an Boot? Ach so. Ja, ein bisschen weiter rein. Das ist aufreißen, ne? Hä? Meinst du, das geht zu zweit, Mann? Keine Am Lust. Besten reibst du es über den Boden, Dicker. Nass zu werden. Nee, ich hab auch keinen Bock. Okay, kick hier nicht zu weit. Boah, shit. Okay, geh schon mal rein mit dem Ass. Ich weiß gar nicht, wie viel Kilo euch. Ob wir beide da. Mach Beine zuerst. Ja, stimmt. Okay, sieht stabil aus. Ja, aber es läuft kein Wasser hier rein. Ja, yeah, mach die Beine nach vorne, verteil dein Gewicht. Damit nicht alles in die Mitte. Halt mich mal hier. Okay. Ich muss dann auf die andere Seite, ne? Dann müssen wir es drehen einmal. Bro, was machen die da? Schau, Kelvin. Es kickt nicht rein jetzt. Ja, ist schon krass, ne? Wenn Beine zuerst, du Mac, Beine zuletzt. Ja, geh nach ganz hinten. Wir müssen das hier langsam Stück für Stück machen, ohne nass zu werden. Kriegen was das ist hin, denn Mann. Plan? Ja, für den Schatz, Mann. Digga, die brauchen 2 Minuten, um in ein Schlauchboot einzusteigen. Komm rein hier, ich nehme die Kamera. Nimm die Kamera. Wir schaffen das, Bruder, wir schaffen das. Soll ich das Rucksack anbehalten? Ja, bald. Wir haben Handy, alles mit, Leute. Wenn wir untergehen. Ja, ich habe auch Handy, alles in der Hose. Das ist ein harter Verlust. Das ist schon ein harter Verlust. Leute, gebt jetzt einen Daumen hoch für die Aktion hier, dass wir das machen. Boot fahren? Mitten in der Nacht. Jo. Da schreit jemand. Was war das? Ey, wir müssen den retten, oder? Alter. Oh mein Gott. Ey, komm rein. Steck ein, Marvin. Du fährst alleine, Junge. Ciao. Hey. Spaß, okay. Okay, vorsichtig rein. Ich mach die Schuhe drauf. Wir wissen nicht die Belastbarkeit von dem Ding übrigens. Okay. Hey, was macht er? Was er für Schuhe? Egal, versuch uns einfach mal. Wir sind ja hier noch am Ufer. Alle Taschen zu. Okay. Digga, man erkennt ja auch gar nicht diese Video. Okay, wer filmt? Fahren die jetzt oder nicht? In der Nacht. So. Okay, und jetzt müssen wir hier nachts einen Schatz suchen, ne? Das kann ja was werden, ne? Okay, wir schwimmen einfach. Und tschüss. Und jetzt ist Action hier. Okay, ist gar nicht so schnell. Ja. Warte, ich brauch Torwart. Wie paddelt der? In der Basis sind wir unterwegs. Aber der bewegt sich nicht von der Stelle, Mann. Wie paddelst du? Links hätte weit. Ey, mach mal richtig, Junge! Ja. Ich würde sagen, ist hier irgendwo. Unten. Weil ich denke mal, er hat das nicht irgendwo hier mitten drin, weil ich glaube, das ist ja. Was weiß ich, wie tief das hier ist. Ja. Du musst gucken, ich sehe gar nichts, Alter. Ja. Schon gruselig für dich, du fährst einfach. Ja, ich seh gar nichts, Mann. Ich weiß gar nicht, wo ich hinfahre. Was ist hinter mir, Alter? Ist da irgendwas? Ich glaube, da ist eine Eisspitze. Hey. Spaß. Oh, da hinten ist doch irgendwas. Hm? Oh. Was ist das? Warte. Nein, man sieht nichts. Oh ja. Leute, wir haben es raus. Wie alt sind die Leute, die sich das angucken? Ist das hier? Okay, krass. Hier. Okay, sind jetzt hier? Wo hat was geworfen? Der hat geraschelt da oben. Jo. Als ob da einer was geworfen hat. Komm mal her. Was ist das denn da? Alter, da ist ein Seil dran. Jo. Zieh das mal. Kann man das ziehen? Was? Oh. Einfach so ein gelber Chemiekasten, Alter. Was? Eine Lootbox. Da ist einer gestorben. Was ist das? Alter, was ist das denn für ein Kasten? Oh mein Gott. Ey, ich stell mir vor, da ist jetzt voll die Chemieseuche drin. Oh. Lass schnell zum Ufer, oder? Ey, ist das der Schatz? Ey, safe, oder? Warum gehen 2 25-Jährige auf Schatzsuche? Oh mein Gott, Digga.
Okay. Komm, hauen ab. Schnell weg. Leute, so viele Insekten ins Face. Aber die ganze Zeit hier. Das ist nicht gestriptet, what the fuck, das ist real shit. Alles ins Face wegen diesem Licht, ne? Komm schnell weg hier. Ja, Mann. Oh, mein Gott. So. Kein Problem. Abfahrt hier, Abfahrt, Leute. Wir gehen jetzt einfach mal von aus, das war's, ne? Ja, Mann. Das war das, was wir brauchten. Und jetzt schnell zurück, ey. Boah, da sind so viele Algen drin, ne? Da verheddert man voll, ne? Könnte man hier überhaupt schwimmen gehen, Leute? Alter, gute Frage. Wer weiß, was hier alles drin ist. Ja, Mann, das finde ich auch immer so eklig an so öffentlichen Seen. Da ja. Kann so. Stell dir vor, hier ist ein Alligator drin, oder? Ja, oder hier kann einer rein. Ja, in Deutschland gibt's richtig viele Alligatoren. Alter, kann einer Chemie reinschütten. Ich weiß nicht, was hier ist, ne? Ja, klar. Ja, ich bin zum Glück. Zum Glück hat er uns dieses Boot hier gegeben. Ey, ich bin so froh, dass. Zum Glück hat der Game Master den ein Boot gekauft. Wisst ihr was? Wir nicht geplatzt sind, Digga, hier. Ja, Mann. Stell dir vor, der hätte von außen irgendwas geworfen, so ein Fall. Und dann werden wir da. Okay, ich sehe da langsam wieder landen, ne? Wir müssen einmal da drehen. Oh mein Gott. Ich so ein Wasser in den Herz bekommen. Oh, die Verbindung zu den Leuten. Hat euch wehgetan, ich war für nicht. Ja, Mann. Boah, was war das denn? Alter, wer schreit da rum? Oh, schreit der? Alter. Mann! Ruhig. Hab's gleich geschafft. Leute, wir sind gleich da. Oh, endlich Ufer. Sehr schön. Oh ja, Mann. Ich krieg's ein bisschen jetzt. Ja, Mann. Jetzt noch ein bisschen Booty arbeiten, wir sind an Land. Ja, Mann. Okay. So neugierig. Was passiert jetzt? Ist in der Box irgendwas drin? Geld! Oh, ganz viel Geld! Digga, der Game Master. Hey. Ist es. Alter, was ist das denn? Ich will wirklich das Leben nehmen. Soll das der Game Master sein? Als Actionfigur? Oh mein Gott! Also das ist ein Statement auf jeden Fall, ne? Was soll das? Alter, das ist gruselig, Digga. Guck mal, sein Kopf! Bro, das ist doch nicht. Ja, schon. Das ist so billig. Das ist so billig, Junge. Krank. Bro, das ist doch. Das ist so billig, Mann. Ich hab mir Nachricht bekommen. Er hat geschrieben: Viel Spaß mit dem Geld und verliert die Figur besser nicht aus den Augen. Oh Mann, ich wusste, das ist ein Haken mit der Figur. Das ist. Ich wusste auch, dass ich einen Haken bekomme von der Figur. Irgendwie seine. Denkst du, da ist ein Chip drin oder irgendwie eine das Kamera? Ey, da ist doch safe eine Kamera drin. Sag mal, das ist eine Kamera in seinen Augen. Guck mal genau. Ja, sieht nicht so aus. Normale Figur. Alter, Bro, das ist. Mega gruselig, ne? Ganz gruselig. Sollen wir die aufbewahren? So gruselig, Mann. So gruselig, dass die Leute sowas reinziehen, Digga, bei Gott. Sollen wir die hier lassen? Ey, aber dann kriegen wir Ärger, Digga. Konsequenzen oder so. Ja, Konsequenzen will man nicht haben. So, ne? Ich will die nicht nach. Warum sind da Dollar und Euros drin? Bro, weil der Game Master Devisenhändler ist, deshalb. Ich will die nicht zu Hause haben. Ja, das ist wie so eine Gruselpuppe. Die ist doch verflucht, guck mal, der Kopf. Die würde ich höchstens im Keller lagern, ey. Ja, Mann. Da. Am besten steckt sich einer von euch in den Arsch, damit die sicher ist. Haben wir die ja wenigstens nicht aus den Augen verloren, warte, ne? Was viel wichtiger ist, guck mal, wie viel Geld hier ist. Oh, der hat gedacht, wie viel Geld? Hält denn das Dollar? Das ist, warum sind hier Dollars? Das ist was? Das ist sogar toll. Der Game Master schickt sie tatsächlich in die USA. Ganz viele. Oh mein Gott, Fuffis. Oh. Wow. Oh mein Gott. 10 Euro, 20 Euro. Juhu. Okay, nochmal. 5 Euro. Ich hoffe einfach, dass die beiden sich erst streiten, um das Geld sie gegenseitig abstechen. Oh, noch ein 50 Euro. Okay. Boah. Also, schon wilder Schatz, ne? Alter, wir nehmen das alles mit. Oh, Leute. Und diese mexikanische Musik im Hintergrund. Ey, ich scheiß mir in die Hose. Was ist das? Aber Dollar sind da auch noch irgendwie crazy. Okay, der sagt, viel Spaß mit dem Geld. Das heißt, das war die Belohnung für die Bootsfahrt oder was? Also lohnt sich immer so Schatzsuchen, immer. Ja, so kleine Minimissionen, ne? Das lohnt sich immer beim Geld. Ja. Leute. Nimm das auf jeden Fall mit. Nehmen wir mal dankend an. Okay, die Puppe müssen wir respektieren. Leute, was sollen wir mit der Puppe machen? Sollen wir die wegwerfen oder? Steckt ihr euch bitte in den Arsch. Sollen wir die echt behalten, Leute? Ja. Schreibt sie in die Kommentare. Was haltet ihr davon? Das ist echt komisch mit der Puppe, weil die will ich eigentlich gar nicht zu Hause haben. Oh mein Gott. Ey, lass mal lieber hier weg. Komm, reicht, Digga. Lass mal weg jetzt hier. Leute. Bis zum nächsten Video. Leute, gebt einen Daumen hoch. Daumen hoch. Ich kann nicht mehr.